Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, wenn ich mich bitte kurz vorstellen dürfte. Mein Name ist Rainer Stuhl und als allererstes möchte ich mich gerne fürs Zusehen bedanken. Denn mir ist klar, jeder von Ihnen muss täglich mit sowas wie mir seine Zeit verschwenden und schon das ist so nervig, dass man es am liebsten ganz schnell hinter sich bringen möchte. Hinter sich bringen ist gut. Jedenfalls freue ich mich zutiefst darüber, dass Sie sich entschlossen haben, mir freiwillig ein paar Augenblicke Ihrer kostbaren Zeit zu opfern. Ganz ungezwungen und ohne Druck. Druck ist auch nicht schlecht. Zum Kennenlernen, denke ich, beginnt man mit etwas Persönlichem. Und da ich gerne zeichne, zeige ich am besten ein paar meiner Werke her. Auf diesem Bild sieht man ein paar Dezimalzahlen beim Komasaufen. Die 7 und die 1 sind noch recht gut drauf, wohingegen die 2, die 8 und die 3 schon ein bisschen fertig aussehen. Die 6 und die 9 multiplizieren gerade voreilig. Nein, stimmt nicht ganz, ist keine Multiplikation, mehr eine Gleichung. Und wohin die 5 säulig läuft, weiß ich nicht. Das nächste Bild. Hier fällt ein vegetarischer Metzger vom Fleisch. Gut, warum hat der Trottel auch raufgekrönen müssen? Hozem Owi pragt, keuem Anima helfen. Hier sehen wir eine zweiköpfige Ostländerbande, die gerade versucht haben, eine Tür aufzubrechen. Leider aber ohne Erfolg. Der Rechte hat sogar vergessen, zuvor die Mütze abzunehmen. Aber das nur am Rande, denn darüber möchte ich mich nicht lustig machen. Sie müssen wissen, der Junge hat zurzeit sehr schwere schulische Probleme. Die Lehrerin hat ihn sogar neulich angeschrien: Du weißt ja nicht einmal, wo Mailand liegt. Er konnte nur drauf sagen: Doch, zwischen Aprilland und Juniland. Jetzt kommt ein größeres Bild. Ich nenne es Afrika. Geschrieben wird es Afreaka. Ja, also das Bild beginnt bei dieser Armee von Paparazzis, die gerade den knackigen Popsch eines Magersuchtsmodels knipsen. Diese ist gerade in die falsche Richtung, und zwar direkt vor die Füße von drei afrikanischen Skelettkindern. Denen ist ziemlich fad und denken sich: Ma, ich hätte so gern was zum Essen oder wenigstens was zum Lesen. Außerdem haben alle ein Preisschild um. Warum? Weil gerade mal wieder eine Promi-Lady auf Child-Shopping-Tour ist. Und der Herr dahinter sieht auch nicht so aus, als würde er hier nur diese geschmacklosen Klamotten konsumieren wollen. Glaube ich halt. Hier flüchten ein paar Damen gerade vor Schlangen. Und da kommt auch schon der Postillon, Dillon. Er schaut ein bisschen zwiedertrein. Was kein Wunder ist, er hat einen 24-Stunden-, 7-Tage-die-Woche-Job, sieht nicht viel Freude in den Gesichtern der Belieferten und muss meistens das Päckchen wieder zum Absender zurückbringen. Am Lagerfeuer, welches von Harry Potter-Büchern in Brand gehalten wird, sitzt der Papst, dieser sich gerade einen Pariser über den Kopf gezogen hat. Als jetzt keinen Bürger der französischen Hauptstadt, das würde vermutlich noch dämlicher aussehen, und liest begeistert aus der Bibel vor. Es hört zwar keiner zu, aber abends muss er sich von seinen Handlangern mit Wundsalbe eincremen lassen, da die Potter-Bücher doch recht heiß waren. Die haben mit der Bibel übrigens mehr gemeinsam, als man glauben möchte. Hohe Verkaufszahlen, unglaubwürdige Magieeinlagen, hunderte Seiten pure Langeweile und am Schluss ein bisschen Action und übertriebenen Pathos. Ja, und hier ist der Stammeshäuptling, der an seiner Tochter gerade die traditionelle Beschneidung durchführt. Hey, 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 liebes Publikum, ich spüre da von Ihrer Seite negative, empörte Schwingungen. Seien Sie doch anderen Kulturen gegenüber nicht so unaufgeschlossen. Immerhin handelt es sich hierbei um stolze Tradition. Ich denke, aus Ihnen spricht der Neid, weil wir keine dermaßen geachteten Traditionen haben. Außerdem saufen. Seien Sie also nicht so vernagelt in Zukunft anderen Völkern gegenüber. Der Stammeshäuptling aber wurde durch die Töne der Kriegstrommeln unterbrochen, muss nun den Dolch aus der Scheide und mit seinen Leuten in den nächsten Kampf ziehen. Was für eine Pracht, von Schlacht zu Schlacht, bis es kracht, dann gute Nacht. Der Aasgeier ist guter Dinge und hat sich schon sein Lätzchen umgebunden und Gabel und Messer vorbereitet. Letztens habe ich zum ersten Mal zum Urologen gehen müssen. Hab eh kleines Watch und mein Rolex mitgenommen, aber die wollte er nicht sehen. Aber weißt du, was er sehen wollte? Der wollte da Samenprobe. Gut, von mir aus habe ich mir gedacht, da gibt er mir so ein Becher, aber hast du gewusst, dass man das gar nicht ganz voll machen muss? Ich hab's nicht gewusst. Das haben erst die Schwestern nach 6 Stunden gesagt. Ja, die war ziemlich unfreundlich. Gut, die hat sich aufs Gehen konzentrieren müssen, damit's nichts ausschied. Naja, wenigstens der war zwar freundlich. Der hat mir gleich Salbe gegen Sehnenscheidenentzündung aufgeschrieben. Ich sag's dir, das Altwerden gehört verboten. Guten Abend, hier ist Rainer Stuhl mit den Nachrichten.
Ihnen ist unter Umständen schon aufgefallen, dass ich für die Sendung eine Gesichtsmaske trage. Ich möchte Ihnen erklären, was es damit auf sich hat. Es hat nicht nur mit Mundgeruch zu tun und weil unser Animateur zu faul ist, die Mundbewegungen zu synchronisieren. Also schon auch. Hauptsächlich schon. Sondern aber dient sie auch als Schutz, denn eine neue gefährliche Seuche greift wild um sich. Was? Nein, nicht Schweinegrippe, BSE oder Vogelgrippe. Ich bin ein Haufen Scheiße, was gehört mich so etwas? Nein, die aktuelle Seuche? Aus politisch korrekten Gründen können wir leider nicht sagen, woher sie tatsächlich stammt. Denn in der österreichischen Unterhaltungsszene ist es das oberste Tabu, irgendetwas Negatives über eines dieser Länder zu sagen. Schade, dass sie nicht in Kärnten entstanden ist, weil da hätten wir kein Problem zum Bekritteln. Jedenfalls kommt die neue Epidemie aus irgendeinem anonymen östlichen Armenland. Dort, wo man zu wenig Hände wäscht und zu viel mit Fett, Zwiebeln und Knoblauch kocht. In der Darmschleimhaut bilden sich die Krankheitserreger. Hauptsächlich sind für die Keime genmanipulierte Nahrungsmittel verantwortlich. Und im Darmtrakt vermischen sich nun Erreger und Knoblauch- und Zwiebellastiges Material, wenn man dann die Fäkalien wenn man scheißen geht, dann vermischt sich das Ganze mit Sauerstoff und dann... Wir nennen es die Scheißegrippe oder kurz AAAA. Eine sich rasend schnell verbreitende Krankheit, die für Leute wie mich klarerweise tödlich endet. Aber ihr Menschen habt gute Chancen, diesen Exitus Fatalus Interruptus zu überleben. Viele von euch leben ihr Leben bereits jetzt recht halbärschig, danach halt nur noch viertelärschig. Wer jetzt Angst bekommen hat und glaubt bereits genmanipulierte Nahrungsmittel zu sich genommen hat, naja, mal nachdenken, mal wieder in einem Billigladen Produkte erstanden, die zwar auch so aussehen, aber nicht so schmecken, wie sie sollten, oder bereits ein kleines Kribbeln im Bauch spüren, können sich bei uns um läppische 200 Euro ein AAAA-Schutzpaket bestellen. Denn auch das Geschäft mit der Angst bleibt immer noch ein Geschäft. Und jetzt verrät Ihnen unsere hübsche Wetterlady Madonna Wetter, wie die Prognose für morgen ist. Scheiße! Ja, danke Schatzl, so gefällt mir das. Kurz und prägnant und noch dazu so zeitlos. Kommen wir nun zum Kulturteil. Unser heutiges Porträt ist über den vielseitigen Künstler Maurice Less. Maurice wurde am 34. Februar 1969 in Blunzenhausen geboren. Seine Leibspeise war eine Backpfeife mit Servettenknödel und dazu ein Schälchen Rollmöpse. Eine recht kulinarische Entgleisung, wenn Sie mich fragen, bei der kulinarisch mit zwei R geschrieben wird. Sein Vater war Nadelbaumdompteur und seine Mutter ein Stück Gouda. Er selbst wollte einen mehr konservativen Beruf erlernen und wurde Buchhalter. Nach jahrelanger Tätigkeit begann ihn aber seine Arbeit zu langweilen und so ließ er sich zum Büstenhalter umschulen. Aber auch diesen Beruf hat er sich anders vorgestellt. Enttäuscht und frustriert wurde er aus dem Affekt heraus Bildhauer. Und diese künstlerische Beschäftigung war es, die ihm tiefe Befriedigung verschaffte. Was meine Mutter noch gerne sieht, ist dieser Home-Shopping-Müll und kauft dann manchmal noch begeistert den Dreck. Wie zum Beispiel: Es ist kaum zu fassen, was die Ian X-Afpresse für eine umwerfende Leistung bietet. In ihrem wunderschönen Eden-Designing passt sie hervorragend in jede Küche. Die Ian X-Afpresse ist das Pflichtgerät für jede gute Hausfrau. Stromsparend und geräuscharm presst sie alle nur erdenklichen Frucht- und Gemüsesäfte. Und wie sie das Unglaubliche möglich macht, schauen wir uns jetzt an. Hier oben kommt der Saft rein und hier wird er gepresst und hier kommt er frisch gepresst wieder heraus. Und frisch gepresst schmecken Säfte eben am besten, wir alle wissen es. Bestellen Sie sich jetzt die EANX Saftpresse für nur 499,90 €. Gratis dazu erhalten Sie einen Saftsack, prall gefüllt mit von uns ausgewählten Säften, die selbstverständlich alle mit ihren EANX kompatibel sind. Aber das ist noch nicht alles. Bestellen Sie jetzt eine zweite EANX-Saftpresse für Ihre Freundin und erhalten Sie dieses herrliche Messerset gratis dazu. Mahlzeit, liebe Zuseherinnen. Es begrüßt Sie unser Haubenkoch Kalorien. Urin wird mit O geschrieben und nicht mit U. Dem Chefkoch liegt sehr viel an der richtigen Aussprache. Weil, was den Namen angeht, ist er sehr empfindlich. Und wir wollen ihn ja nicht verärgern, sonst kocht er am Ende noch vor Wut. Heute kochen wir eine Wurstsemmel. Alles, was wir dazu brauchen, ist eine Semmel, Wurst und ein scharfes Messer. Das erste, was wir tun müssen, ist die Semmel in der Mitte zu teilen. Nicht so. Nein. Das Ergebnis würde dann so aussehen. Essbar, aber nicht traditionell. Teilen Sie nun also die Semmel richtig, wie es Ihnen unser Chefkoch vormacht.
Seien Sie bitte äußerst vorsichtig bei diesem Vorgang. Öffnen Sie nun die Semmel, arrangieren Sie nach Belieben die aufgeschnittene Wurst und klappen Sie danach die Semmel wieder zu. Haben Sie das soweit geschafft? Dann darf ich Ihnen gratulieren. Sie haben eben eine Wurstsemmel gekocht. Für Fortgeschrittene gibt es dann noch die Steigerung mit Gurkhal. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, was ist das letzte Bier? Ja. Ah, na gut, der Angebrochene steht noch im Kühlschrank. Mensch, wie angespielt haben, will ich es auch nicht mehr haben. Gell, du trinkst immer noch gern, was? Nein, ich trinke ja nur, um zu vergessen. Was vergessen? Hab ich vergessen. Oh, es funktioniert. Prost! Was meinst du? Wir könnten hier auch auf Wein umsteigen. Der passt besser zum Kaviar. Ja, Alter, das sollte man echt machen. Das ist ein 45er-Jahrgang. Was? Der Kaviar?